Hallo Freunde der analogen Unterhaltung, willkommen zu einem neuen Let's Play hier bei Hunter und Kron. Heute mit Luxor, die vergessenen Schätze von Rüdiger Istanbul Dorn. Ja, Rüdiger Dorn hat es gemacht, auch ein umtriebiger Autor, der einen großen Output hat. Und das hier ist die Neuheit bei Queen Games für 2 bis 4 Spieler ab 8 Jahren, also ein Familienspiel. Eine Dreiviertelstunde wird hier von der Spieldauer angegeben und es entführt uns in so ein ägyptischen Tempel, in den Tempel von den sagenumwobenen Tempel in Luxor, wo wir jetzt als die Rolle von Abenteurern hier uns in den Tempel hineinwagen. Da stehen wir schon hier am Eingang. Zwei haben wir schon, die anderen schlafen noch auf so, müssen noch erst freigeschalten werden. Und ja, wir wollen natürlich Schätze rauben, die uns Siegpunkte bringen. Wir wollen es aber insgesamt dann hier bis in diese Grabkammer des Pharaos schaffen und diese beiden Sarkophage klauen und dann wäre das Spiel auch vorbei. Also sobald zwei Abenteurer hier in dieser Grabkammer sind, ist das Spiel vorbei und dann gibt es für unterschiedliche Dinge Punkte. Wir wollen so weit wie möglich gekommen sein mit unseren Abenteurern. Wir wollen möglichst viele Sets aus Schätzen haben. Es gibt nämlich so Schätze hier. Genau, es gibt Vasen, Schmuck und Statuen. Das wäre schon so ein Set hier, ja, aus Vase, Ganz Schmuck genau. und Statuen. Ja. Und die werden dann nochmal extra belohnt. Also je mehr Sets man hat, desto mehr extra Siegpunkte gibt es. Die kriegen natürlich auch noch eigene Siegpunkte, haben sie auch noch. Ja, also so fast alles, was man tut, hilft einem. Interessant ist halt, dass dadurch natürlich, dass wir hier Schätze wegräumen werden, wird für die nachkommenden Abenteurer der Weg durch die Pyramide erstens kürzer, zum Teil. Zweitens kommen da auch dann noch so neue Plättchen ins Spiel. Man kann sich vorstellen, thematisch, wir wagen uns da so einen Raum rein, graben den Schatz ab und legen dann unter Umständen etwas Neues in dem Tempel frei, wo dann nochmal neue Effekte mit ins Spiel kommen. Und eine wichtige Mechanik, die ich noch nicht erklärt habe, beziehungsweise zwei wichtige Mechaniken, die ich noch nicht erklärt habe, ist erstens, braucht man auf den Schatzfeldern zum größten Teil mehr als einen Abenteurer, um den Schatz einsammeln zu dürfen. Zwei. Und hier zwar hier drei. Abenteurer in der eigenen Spielerfarbe. Es helfen also nicht die gegnerischen Arbeiter, die damit rumstehen. Und das zweite wesentliche Element, wie wir uns hier fortbewegen, ist, wir haben 5 Karten auf der Hand. Die dürfen wir aber in ihrer Ausrichtung nicht verändern. Die bleiben also so gefächert, wie sie sind. Und man darf immer nur die Karte ganz links oder die Karte ganz rechts spielen. Spielt dann eine Karte und wieder kommt eine neue Karte in die Mitte rein. Werdet ihr gleich sehen, ist eigentlich, wenn man das mal gemacht hat, wenn man sich mal verinnerlicht hat, dass man wirklich immer nur die linke und rechte Karte nehmen darf, dann ist der Rest, geht eigentlich wie von selbst von Hand. Das ist der geübte Abenteurer. Ja, auf jeden Fall. Okay, ich würde sagen, ich habe einfach mal, weil ich muss auch zugeben, ich habe schon Luxor-Partien hinter mir. Ha. Hunter ist Neuling im Schatzjäger-Business, deswegen darfst du entscheiden, möchtest du anfangen? Nee, mach du mal. Guck mal ganz scharf, was du machst. Ich würde jetzt erstmal hier ganz links die Karte spielen und einfach das Würfelglück entscheiden lassen. Da ist einfach ein Würfelsymbol, das heißt, man würfelt. In dem Fall 3, habe ich jetzt keine Wahl. Ich laufe einfach 1, 2, 3 Felder weit. Ziehe jetzt eine neue Karte nach, ja, und die stecke ich einfach in die Mitte zwischen die beiden Karten, die es noch gibt. Das wird halt dann zack. Und dann, je nachdem, wo ich eine genommen habe, verrutscht es dann halt so leicht. Ja, okay. Also hier diesen Dreier-Schatz, den kann man ja quasi jetzt erstmal noch gar nicht kriegen, weil man hat ja nur 2 Leute. Man hat nur 2 Leute. Und selbst dann, um den freizuschalten, kommt erst einer zurück. Das heißt, man muss schon 2, eigentlich muss man, ja. Es gibt eine Kartenart, da darf man einen Minusschritt machen, wenn man möchte, aber immer nur -1. Mhm. Das ist, ja. Na gut, ich werde jetzt erstmal diese Viererkarte hier. Ich habe jetzt einen Vierer gespielt. Das heißt einfach, ich laufe hier 1, 2, 3, 4. Ja, wenn man sieht, keiner von uns darf einen Schatz einsammeln, weil da jeweils 2 Abenteurer erforderlich sind, wir aber erst einen da haben. Ich werde einfach mal auf meinen Würfelglück vertrauen. Du machst einfach, du musst nicht nachdenken. Ja, ich hatte da irgendwie 2 so rote hier, eine 4. Na gut, dann ziehe ich jetzt, glaube ich, gleich mal, oder? Ne, warte mal. Ja doch, ich ziehe mal ihn hier hin, dann kann ich dir vielleicht den Schatz noch streitig machen gleich. Und ziehe natürlich wieder eine nach. Und es werden nachher noch andere Elemente ins Spiel kommen, wie man hier schon sieht. Es gibt dann auch noch so extra Karten, die man da in seine Kartenhand integrieren kann und so anderes kleines Zeug. Aber das werdet ihr gleich sehen. Das ist echt schon knifflig. Ich bin schon voll am Überlegen. Das passt nicht so gut alles. Abenteurern, ja, Grabräubern will gelernt sein. Nee, wir sind natürlich keine Grabräuber. Wir haben die Erlaubnis, hier zu sein.
Und ja, es geht alles das hier. Achso, nee, ach, rechten der Dingen vor sich. Der kommt ja ganz nach hinten. Ja, trotzdem. Ich mache jetzt einfach jetzt mal hier die 1. Lauf hier tatsächlich das bin weiter. Ich, ja. Und damit schaltest du jetzt einen frei, der kommt aber leider, oder was heißt leider, der kommt jetzt zurück und ist gerade erst am Eingang vom Tempel von Luxor angekommen. Gut, dass du weggegangen bist, sonst hättest du dich jetzt geärgert, weil ich habe natürlich eine 1 noch hier ganz rechts auf der Hand. Wie gesagt, ganz wichtig, man darf immer nur ganz links und ganz rechts nehmen. Damit schalte ich hier, also ergatter ich diesen Schatz, bekomme 4 Siegpunkte, weil die drauf abgebildet sind. Und hier entdecken wir tatsächlich direkt ein Tempelblättchen. Ich werde jetzt den Effekt natürlich nicht gleich bekommen. Ja, ich habe quasi dieses Tempelblättchen entdeckt, aber deswegen, es gibt jetzt nicht eine Kette von Effekten. Hier wäre jetzt so ein Spezialblättchen, da kriegt man entweder so eine Karte oder so eine Karte. Also eine mit ein oder zwei eine so. Eine extra Karte. Eine Nachtsee muss natürlich noch. Und die haben, können natürlich coolere Sachen als die Karten, die wir hier im normalen Stapel finden. Na gut, ich mache nochmal eine 1. Ich werde jetzt auch mal meinen ersten Kollegen freischalten. 1, 2. Der kommt nach hinten. Und eine neue Karte. Ich will jetzt auch mal würfeln. Das hat dir ja so viel Glück gebracht. Gucken. 2. 2. Mit dem da. Okay. Okay. Ja, da muss ich jetzt mal nachholen. Ja, ich hole mal den hier nach. Meinen neuen Abenteurer mit einer 1, 2, 3, 4. Und ja, genau, kriege jetzt natürlich so eine Karte und da ziehe dann eben keine von hier nach, weil ich kriege jetzt entweder so eine 1 oder so eine 2er. Und da gäbe es einmal momentan den letzten zum vorletzten nachziehen oder einfach eine 1 bis 5, also eine 1 bis 5, eine 1 bis Würfelergebnis. Ich habe quasi gerade in die Zukunft geguckt, vorausgesagt, dass ich eine 5 würfeln werde. Und hat dann halt die Wahl, außer man würfelt eine 1 oder eine 2, was natürlich irgendwie dann nicht so toll ist. Aber ich probiere es trotzdem mal, obwohl nee, ich. Momentan, nee, ich glaube, ich habe momentan tatsächlich mehr von der. Von dem einfach ja, wenn es eine 1 bis 3, dann ist auch nicht schlecht. Hat man einfach aber das halt bleibt ein liegen, ja? Das bleibt tatsächlich liegen, du darfst ja auch noch so Zeug holen. Gut. Na egal, jetzt weiß ich erstmal, was ich mache. Ich nehme hier die plus 1, minus 1 und hole mir auch mal den ersten Schatz. Das Einzige, wo man halt wirklich reinkommt, ist, dass man nicht aus Gewohnheit irgendwie eine Karte nimmt, die nicht links oder rechts liegt. Aber das hier ist jetzt das, nichts, das heißt, es wird übersprungen. Genau, dann, ja? Nachher ist dein erster Schritt halt hierhin, aber wenn zukünftig einer kommt, wird dem sein erster Schritt, da ist halt, der Weg hat sich jetzt verkürzt. Thematisch haben wir wahrscheinlich eine Abkürzung entdeckt oder sowas. Okay, ich spiele ganz rechts. Eine 2, 1, 2. Das reicht aber leider immer noch nicht. Tja. Überlegst du schon. Man muss halt auch noch darauf achten, dass man natürlich eigentlich nicht wahllos Schätze einsammelt, ja, sondern auch gezielt diese Sets. 2. Es gibt schon so ein paar Kleinigkeiten, auf die man achten muss. Ich jetzt zum Beispiel, ich habe zwar wieder eine 2 hier ganz rechts, was cool ist, weil ich jetzt hier diese Super Vase bekomme, die 5 Punkte wert ist, weil ich 3 Abenteurer drauf gesammelt habe. Aber ich habe jetzt schon 2 Vasen und muss jetzt schon mir anfangen, Gedanken zu machen, auch mal was anderes zu sammeln. Und noch was passiert, ich habe hier noch mal Schlangentempelblättchen entdeckt und da kommt ein Skarabäus. Das heißt, wenn man da jetzt drauf kommt, bekommt man einfach ein Skarabäus-Blättchen und die sind, wenn ich mich richtig erinnere, 1, 2, 3 oder 4 Siegpunkte wert. Ich muss noch eine nachziehen. Immer in die Mitte. Ah, ich habe einen Fehler gemacht. Ich hätte ja auch das machen können. Ach nee, hätte ich noch nicht. Könnte ich bald. Okay, ich mache einfach das.
Wir vergessen, man darf ja nur die zwei außen. Ich hoffe, ich habe es, aber ich glaube, bislang habe ich es richtig gemacht alles. Okay. Genau, ja, das ist was man vielleicht, weil man es intuitiv halt natürlich... Naja, man denkt immer so, man hat hier irgendwas, aber das hat man ja noch gar nicht. Das muss man sich einfach verinnerlichen, nur ganz links oder ganz rechts. Aber da ich momentan mehr Siegpunkte habe, ist mir egal, wie du ich habe nur gerade drüber nachgedacht, die zu benutzen. Ja, ich habe mich auch schon öfter dabei erwischt, dass ich quasi schon... Und dann realisiert man es aber tatsächlich meistens, glaube ich. Ich probiere jetzt einfach mal hier. Das Besondere ist halt auch, ich habe mir zwar... hier so diese coole Karte in mein Deck integriert, aber sobald ich sie jetzt einmal benutze, landet sie auch auf dem Ablagestapel und die werden wir ein paar Mal durchspielen im Laufe der Partie. Das heißt, kann auch sein, dass Hunter die nachher bekommt und ich darf jetzt bis vier Schritte laufen. Die hocken alle bei dir da rum. Ein bis vier Schritte. Ich glaube, ich ärgere dich jetzt und gehe tatsächlich ein. Mal gucken, ob ich das noch schaffe, wegzuschnappen. Oh, ich bin ganz entspannt. Ich werde, meine Jungs da hinten sind ganz ruhig dabei. Hier eins. Ja, war links oder rechts? Ja. Naja. Ja. Und die holen vier Punkte. Holen sich jetzt einfach hier diese vier Punkte. Und hier wird der Weg immer kürzer, weil auch da wieder kein Tempelblättchen drunter war. Das kann man natürlich irgendwann auswendig, wo die sind und wo. Aber, das ist sogar angezeigt. Ich dachte gerade, es ist nicht mal ein Geheimnis. Guck mal. Ah ja, stimmt. Ja. Man sieht es sogar. Das ist mir echt gar nicht aufgefallen. Aber das fand ich auch immer nicht schlimm. Das meine ich halt. Jetzt habe ich nämlich hier ganz rechts wieder eine 1 und schnapp dir das schnell weg. Unterm Hintern weggeschnappt. Dabei stand ich da noch rum. 3 Siegpunkte. 1, 2, 3. Und es ist immerhin eine Kette. Das ist natürlich sehr gut. Aber auch kein neues Tempelblättchen. Mhm. Dafür mache ich jetzt einen interessanten Move. Ich werde jetzt einfach wegrasen. Ja, seine Abenteurer irgendwie früh im Spiel zu haben. Hier mit 4. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Ja, oh, und guck mal, ich krieg hier sogar ein Ding. Kriegst du auch noch einen Punkt. Das ist ziemlich cool. Und, das hier bleibt dabei. Ja. Das bleibt, das ist halt quasi, ja, eigentlich auch selbsterklärend. Ihr habt es ja gesehen, wenn man drauf landet, läuft und man halt hier automatisch. So ein Vogel. Da sieht man, da ist die Reihenfolge ein bisschen vorgegeben. Also es kommen erst die Schlangen, dann die Vögel und am Ende die Löwen-Tempelblättchen ins Spiel. Hunter ist jetzt schon bis zum in den mittleren Tempelbereich vorgeprescht. Mhm. Ja, dann muss ich jetzt auch mal hinterherziehen. 5. Ich mache mal mit ihm 1, 2, 3, 4, 5. Leere Felder zählen, wie gesagt, nicht mit. Ganz ideal war das nicht. Interessante Taktik. Mal gucken, ob die von Erfolg gekrönt ist. Ich werde es nochmal vorpreschen. 1, 2, 3, 1, 2. Ja, ja, ja. Und schaltest noch einen Abenteurer frei. Freizuschalten, ja. Man sieht natürlich auch, je weiter die halt insgesamt kommen, das Feld allein ist jetzt auch schon 4 Siegpunkte wert. Hier wird es richtig, 8, 11, 13. In die Grabkammer zu kommen, das zahlt sich schon aus. Ja. Ich weiß gar nicht genau, ja, ich probiere es jetzt mal mit ihm hier. 3, dann kann ich mir nämlich noch mal eine Karte holen. Oder... Es gibt nämlich noch eine zweite Option. Ich kann mir auch einen Schlüssel holen oder braucht zumindest am Ende einen Schlüssel, um in die Grabkammer reinzukommen. Aber ich werde mir jetzt die Karte... Ah ne, das ist ja eine 1er, gell? Darf ich gar nicht. Ja, dann nehme ich mir, glaube ich, jetzt tatsächlich den Schlüssel. Ich habe mir gerade fast aus Versehen eine 2er genommen. Die dürfte ich gerade nur nehmen. Ich nehme mir dann doch jetzt den Schlüssel, weil hinten raus willst du den eigentlich auch nicht mehr, weil dann kommst du an die guten 3er-Karten ran. Naja, das will ich lieber jetzt schon den Schlüssel einstecken. So, ich mache plus 1, minus 1, gehe hier hin und ich kann mir jetzt die holen. Ja, hier. Letzter zum Vorletzten. Mhm. Weil wir natürlich jetzt aktuell noch nicht so viel bringen, aber... Ja, aber du kannst ja auch eine Weile rauszögern, bis dir wirklich... Ja. Oh, jetzt habe ich aber was gibt's hier noch? Oh, was ist das? Alle zwei Felder. Alle zwei Felder, aber du darfst dann nur ein Plättchen auswählen. Also aktivierst dann nicht 5 Plättchen oder sowas, sondern du läufst mit allen zwei und suchst dir es dann aus. Was du aktiviert haben möchtest. Auch nicht schlecht. Okay, ich laufe jetzt mal hier ganz links. Die 1, mit ihm hier 1, dann darf er 1, 2, 3 und ich sammle einfach mal so ein... Das sind einfach auch Siegpunkte. Das sind halt geheime Siegpunkte, die ich beim Ende und Spielende kriege. Mhm. Jetzt darfst du noch einmal spielen und dann wird schon gemischt und dann kommen natürlich auch diese schon gespielten Horus-Karten, wie sie heißen, wieder mit. Mhm.
Okay, ich spiele hier einen Fünfer. Ne, das zählt nicht mit. Achso, was zählt die mit? Das die Leeren zählen mit. Nicht mit. Ja. Ah, Moment mal, dann passt es aber nicht. Warte mal kurz. 2, 3, 4, 5 wäre ich dann, obwohl es wäre auch okay. Der Weg wird quasi dadurch ja immer kürzer, dass wir halt dann für die Nachzügler wird es einfacher hinterher zu rücken. Ja, ja, ich sehe das schon, ich sehe das schon. Ne, komm, dann mache ich nochmal eins. Dann hol mir nochmal ein Plättchen, womit ist da alle zwei ja, Felder schon gut. Können. Ah ja, jetzt habe ich hier ganz links eine 5. Dann kann ich mit ihm hier 1, 2, 3, 4, 5. Dann kriege ich 3 Punkte, ist allerdings schon wieder 1, 2, 3, schon eine dritte Vase. Ich muss echt mal anfangen, was anderes zu sammeln. Achso, und jetzt wird gemischt. Kannst du schon mal machen, ich muss noch eine nachziehen. Ich mische den hier noch kurz. Aber bei dem letzten zum vorletzten könnte ich theoretisch schon ein Plättchen kriegen, vermute ich doch mal, oder? Ja, ja, klar. Da wird, wenn du jetzt den letzten da dazu holst, kriegst du schon wieder eine Karte. Na gut, aber ich mache jetzt erstmal hier den Dreier. 1, 2, 3. Ich habe noch nachgezogen in die Mitte. Zack. Du stehst jetzt da. Ich brauche jetzt auf jeden Fall mal andere Sachen als dieses. Ja, okay. Ich laufe mal hier 1. Dann holen wir jetzt doch noch die 1 bis 3er Karte. Immerhin einen Schlüssel habe ich ja schon. Zwei Schlüssel bräuchte ich eh nur, wenn ich glaube, dass ich mit beiden Abenteurern Erster will. Fünfer. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, okay. Du kannst jetzt auch mal einen Schlüssel holen natürlich, weil irgendwann willst du einen haben. Aber du hast hier noch ziemlich viele Schlüssel. Ja, aber dann kommst du natürlich auch an die 3er Karten ran. Ich habe mir immer so gedacht, die 1er Karten sind vielleicht noch die schwächeren. Aber vielleicht stimmt das nicht mal. Ja, das stimmt. Doch, doch, das stimmt schon. Guck mal, weil das ist nämlich ein Feld alle und hier waren schon zwei Felder alle. Hier ist auch, ne? Ein Schritt und alle Schätze eins günstiger. Also gut, ich höre mal auf dein Rat und hol mir mal so ein. Haha, nee, ich hab's auch so gemacht. Ich muss jetzt auch mal irgendwie, die sind alle ähnlich da, aber. Ich setze mich wieder unter Druck da, das ist gut. Was? Druck? Wo hatte ich es? 1, 2, 3, 4, genau. Ich spiele die 4 ganz rechts. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. So wollte ich mir das wegschnappst. Tummeln wir uns da wieder. Ach, du kannst da vorne. Ich räume jetzt hier hinten ordentlich auf. Hier, ich spiele meine Smasher-Karte. Letzter zum vorletzten. Und ich krieg das hier. Und das ist halt schon echt stark. Ich hoffe, dass ich die nachher ziehe. Und hier. Oh. Geheimgang. Ein Tunnel. Das ist der erste Tunnel, der ist natürlich noch irrelevant. Wir haben quasi noch nicht entdeckt, wohin er führt. Aber sobald jetzt irgendwo ein neuer Tunnel auftaucht, dann ist es wie eine entdeckte Abkürzung. Ist auch nicht schlecht. Ne? Aber man muss natürlich auch weiterhin genau auf dem Feld landen, um sie nutzen zu können. So, jetzt muss ich halt auch gucken, dass ich da... Ah! Zack. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, juhu, 4 Siegpunkte und vor allem, 1, 2, 3, 4, habe ich jetzt auch mal ein Set. Oh, ich habe auch 4, hast du mir die 3? Ah ja, nee, kannst du nochmal nachgucken, weil bisher waren es ja, glaube ich, nur die. Ja, ja, die nicht. Stimmt. Und hier kommt auch ein Raben oder Falken oder so. Oh, guck mal, da ist schon der Ausgang. Aber heißt es, dass ich jetzt von 4? Nee, du musst ja quasi, wenn du ein Plättchen entdeckst, wird es ja nicht aktiv, sondern es gilt ja immer erst für den nächsten, der da drauf kommt. Wenn du jetzt ein Minus 1 hättest, Minus 1 und wieder 1 ziehen würdest, dann klar. Ich mache jetzt mal das, weil ich jetzt nicht weiß gerade, was das Beste für mich ist. Oh, eine 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, jetzt wärst du auch da hingekommen. Ja, aber das ist okay, das mache ich. Und es gibt halt keinen nächsten Tunnel, deswegen passiert da meiner Meinung nach nichts. Achso, ich bin ja bescheuert. Ich habe den natürlich freigeschalten als mit dem ersten, aber es ist, glaube ich, auch erst ein Zug her oder so. Aber das hätte ich natürlich mal machen sollen. Okay, jetzt werde ich nämlich, ich komme davon hier, 2, 1, 2. Und kriege jetzt auch noch mal so, dann nehme ich mal die einen Schritt laufen und der nächste Schatz für einen Abenteurer weniger einsammeln.
Ja, so, jetzt pass auf, ich mache jetzt hier meine alle zwei Felder. Und ich kann aber nur ein Plättchen einsammeln. Guck Ich mal, also bewege entweder hier, das hier dir mal die oder hier. Und beiden. dann nehme ich natürlich das. Das sind jetzt drei Siegpunkte und auch wieder was entdeckt. Ah, da gibt es jetzt Jokerplättchen. Damit kann man sechs Sets vervollständigen. Und sogar zwei Joker und ein Gegenstand sind auch ein Set. Aber drei Joker sind kein Set. Ja, ich habe hier wieder so viele Würfel an der Seite stecken. Ich musste mal abarbeiten. Eine 6. Bin ich fast bei ihm hier. Und ich hole ihn jetzt hinterher. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3. Das ist ganz gut, aber halt auch einiges übersprungen. Trotzdem. Weit vorkommen ist, glaube ich, lohnt sich schon, wenn die Felder echt stark werden. Aber viele Sets haben, lohnt sich auch. Naja, mal gucken. Spielst die 1, 2, 1, 2, 3, Und 4 schaltest deinen und letzten den Mann letzten frei. Mann ist freigeschaltet. Okay, dann laufe ich hier mit der Karte ganz rechts, mit ihm hier 1, 2, 3. Und hol mir jetzt so eine Zweierkarte, nämlich die 1 bis 5er. Das habe ich hier langsam. Es sieht ein bisschen gelb aus. Dann wird das schon interessanter, wenn man so da wirklich ein bisschen Auswahl hier Ich hat. spiele die Einser. Achso, jetzt habe ich da hinten hier auch noch eine Möglichkeit. Ah ne, eine Einserkarte hier. Zack. Eins, zwei. Ja, eins, zwei, drei. Dann muss ich schnell handeln. 1 bis 3 habe ich zum Glück ganz rechts. Schwupp, schwupp. Meine zweite Halskette und drei Siegpunkte. Immerhin. Ich nähere mich dem zweiten Set hier tatsächlich. Leider noch keine gelbe nachgezogen. Hast du schon eine gelbe hier wirklich nachgezogen? Ha? Ich glaube, Ja? ja, ich glaube, ja. Was mache ich denn jetzt am besten? Also mit einem zwei laufen und dann eine weniger, Und ja. dann auch, man kann halt einen Zweierschatz alleine einsammeln und einen Dreierschatz zu zweit. Da muss man es aber natürlich auch gut timen. Aber schon Ja gut, ich stark mache auch. das mal. Gehe hier hin und hole mir so die Dreierkarte. Okay, ich hole mir auch noch eine Karte. Ja. 1, 2, 3 und hole mir noch mal so eine alle zwei vor, damit du die nicht alle kriegst. So, jetzt muss ich auch mal wieder was einsammeln. Ich Nur habe auch schon Karten länger nichts mehr ist ein. auch Du hast nicht. voll viel mehr Punkte als ich. Ja, bei Sets haben wir noch Gleichstand. Die Joker sind natürlich schon auch stark, aber. Ich gehe mal davon aus, dass ich immer schneller insgesamt hier 1, 2, 3, 4, 5 Ja, Point. das ist natürlich stark. Wow. Ganz schnell vorgekommen. Ja, egal, ich guck mal, wohin mich der Würfel führt. Manchmal hilft es auch, wenn man so eine Blockade im Kopf bekommt. Ich gehe jetzt mal hier hin. Zack. Ich mache jetzt erstmal hier 1, 2, 1, 2, 3, 4, richtig? Wieso bin ich denn hier mit? Ach so, der ist eins weiter noch, genau Aber wenn du vorne. minus 1 da hättest, kannst du Ja, dann noch mal. das war. Ja, stimmt, wieder minus 1 habe ich noch gar nicht probiert. Ja. Okay. Ich laufe jetzt mit dem hier, dann sehe ich 1, 2, 3, 4 tatsächlich nur. Und ziehe eine nach. Jetzt hätte ich ja einen klugen Abenteurergedanken, Hunter, wirst du gleich sehen. Okay, ich mache jetzt mal das hier. Eins, zwei und kann das alleine Ja, einsammeln. genau, weil ein Abenteurer vergünstigt durch den Spezialeffekt der Karte, kriegst drei Siegpunkte und hast dein zweites Set, aber die gibt es natürlich erst am Ende, die Punkte. Weil ich habe jetzt hier ganz links diese Karte, ähnlich wie du gerade, 1 und mit 1 günstiger. Das heißt, auch mein zweites Set und 4 Punkte.
Eins, eins, zwei, drei. Ah ja, ich mache alle zwei vor. Eins, zwei, eins, zwei, eins, zwei. Darf jetzt aber nur ein Plättchen. Der doch auch noch, oder wie? Ja, nee. Achso, der muss ja auch. Scheiße, das war wieder ein Denkfehler. Du hast total aber recht, der darf noch mal zwei. Ich glaube, dass die, das ist eine gute Frage, schaue ich gleich nach, ob die immer auch. Das kann sein, dass die immer automatisch passieren, weil das ist ja kein Effekt. Die sind, glaube ich, lese gleich nochmal ein bisschen. Und jetzt wähle ich quasi halt aus und nehme natürlich das. Ich habe trotzdem wieder einen Denkfehler. Ja, ja, alle, alle sind alle. Ja, ja, klar. Ich dachte, geil, dann stehen die da ja zu zweit. So. Fantastisch. Ich nehme den hier und sammle jetzt hier das hier. Vier Siegpunkte. Vier Siegpunkte und ein Falken. Plättchen. Oh, da gibt es auch Skarabi. Eins sammeln. Na gut, ich versuche jetzt wenigstens mal einen zweiten hier hin zu bewegen. So, jetzt schauen wir mal weiter. Ja, sieht doch gut aus. Ich habe noch nicht mal den freigeschalten und dein letzter ist schon da. Das ist schon ja, ich, hab, ich bin ein bisschen vorgeprescht. Hier ist halt null Punkte, das ist klar. Also für den einen Abenteurer dann. Und auch aufpassen muss, dass man am Ende nicht auf diesen Bonusfeldern hier steht, weil die sind auch null Punkte wert. Da hat man sich weit in die Pyramide gewagt. Würde, wenn man hier auf so einem Horus, auf so einem gelben Plättchen stehen würde, ja, auch nichts wegliegen. Ich mache erstmal das. Achso, ja, ich mache das hier. Und ich mache vor allem, glaube ich, erstmal das und hier nochmal so ein krasses 1 bis 5. Ich mache aber auch was Gutes. Aber du brauchst nur einen oder brauchst du mehrere? Nee, ein Schlüssel pro Abenteurer. Wenn du mit beiden quasi gewinnen willst, dann bräuchst du noch einen zweiten. Wenn du mit beiden rein willst. Jetzt sind 4. 1, 2, 3, 4. Ich habe meinen ersten Dreier-Schatz. 5 Punkte. Jetzt fehlt mir noch hier so eine Halskette. Ja. Genau, also pro Abenteurer, der rein will, jeder braucht halt einen eigenen Schlüssel für die Grabkammer. Wobei davor stehen auch schon 11 Punkte wert ist. Ja, aber gut, klar, wer reingeht, der Sarkophag, der 5er Sarkophag ist schon interessant. Ja. Alles gut. Ja, ist alles nicht schlecht, ja. Ich mache jetzt erstmal 4 einfach. 1, 2, 3. Oh, wo war der? Der war hier, gell? Hoch, ja. Und krieg jetzt mal so einen Joker. Oder war der hier? Ne, der war hier. Der war da, ja. So ein Joker, womit ich was. Ja, den kannst du natürlich dann ganz am Ende einfach zuordnen. Das habe ich hier aber auch. Also, ich muss den jetzt mal freischalten. Das wird ja sonst nichts mehr. 1, 2, 3. Okay. Immerhin mal alle Abenteurer im Spiel. Ich mache jetzt mal das 1, bis ich, soweit ich gewürfelt habe, 1 bis 4. Ich mache hier eine plus 1, minus 1, laufe aber tatsächlich 1 plus und muss mischen, wie es aussieht. Okay, jetzt habe ich einen Plan. Ich habe einen Plan. Muss noch eine nachziehen. Ich komme, ne? Ja, und wir nähern uns hier schon dem Innersten des Tempels. Guck mal, 1, 2, 3, 4 kriege ich nochmal so. Ja, na klar. Kannst die horten. Das bringt schon was. Bist du viel flexibler bei den Schätzen. Aber ich spiele jetzt hier diese 1 und dann mit 1 weniger. Mhm. Und da stehen 2 auf einem Dreier. Und es ist auch noch eine Halskette. 6 Punkte bitte. Das war gut. Guck mal, jetzt habe ich 3 Sets ohne Joker.
Das ist gut, ja. Aber so. So. Ja, ich nehme mal plus 1, minus 1 und gehe hier hin und nochmal so. Das ist für 1 Million für Karten, habe ich das Gefühl. Das ist wahrscheinlich alles gelb auf deiner Hand. Ich habe hier aber eine 1, laufe mit dem einfach 1 und habe eine 3 Punkte, war es, ne? Du hast so viele Punkte hier. Naja. Wieso ist dein Blauer da noch ganz hinten? Ja. So, 1 bis 5 und ich gehe noch da. Hm. Boah, okay, jetzt habe ich aber auch eine 5. 1, 2, 3, 4, 5 klaue ich deinen Move. Boah, das hat nichts gebracht. 1, 2, 3. Und hab den Herrn auch endlich mal nachgeholt. Ach, verdammt. Ach so. Das wäre natürlich auch gegen 1, 2, 3, 4, 5. Hm. Ja, ich glaube, es war das nicht so geil. Okay. 1, 2, 3, 4, 5. Ja, aber ich meine, der hat jetzt auch kurz mal. Das wollte ich, ja, ich wollte was anderes machen, aber egal. Ich hole mir auch mal so einen Joker und hoffe, dass ich ihn irgendwie nachher noch brauchen kann. Ich hole mir jetzt hier 1 und 1 weniger, hier diesen 6er Schatz. Und da kommt ein Löwe. Da ist nochmal ein Tunnel. Eieiei, guck mal. Oh, aber das. Das ist fast schon zu schnell. Was. Ja, ja, das ist ja, da hättest du noch belohnt, wenn du wartest. Ja, ich habe auch das Gefühl. Okay. Ich spiele hier eine 2. 1, 2. 1, 2, 3, 4. Weil hier nichts mehr. Ah, ne, guck mal hier. Muss mal zurück. 1, 2. Hier haben wir vergessen, ein Plättchen hinzulegen. Oh. Ich glaube, es sind aber noch nicht so viele dran vorbeigezogen. Nee, nee. Stellen uns jetzt einfach mal hin. Blöd, aber egal. Also, was. Bin ich jetzt mit dem Lustzug hier, also 1, 2, dann würde der da hinkommen. Jetzt warte mal, 1, 2, 3, 4. Ah ne, genau, ich habe den 2, deswegen 4. 1, 2, 3, 4. Na gut, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 1, 2, dann stehe ich halt auch hier rum. Naja, vielleicht ist da ein, zwei Leute aus Versehen dran vorbeigezogen, der hat im Blättchen liegen müssen. Hier 1, 5, 1 bis 5, 1, 2, 3 nehme ich mit den Schatz hier. Ein Punkt. Das ist immer diese Aufregung, wenn die Kamera läuft, weißt du? Ja. So. Da. Ja, wo komme ich denn jetzt noch an so einen Schatz gut ran? Ich würfel noch einmal. 4. 1, 2, 3, 4, dann kriege ich nämlich nochmal so eine Dreierkarte. Das gibt's ja. Die hier. Das gibt's doch gar nicht. Ja, der Endspurt. Was mache ich denn jetzt? Was ist besser, lieber? Na komm, egal. Ich mache das hier und hol mir einfach hier. Mhm, da kommt auch ein Löwe hin, kriegst du einen Siegpunkt. Und hier gibt es einen Joker oder ein Skarabäus-Plättchen. Okay, dann laufe ich hier 1 und nichts weiter passiert. Hm. Ich würfel mal, vielleicht erhält es mich. 5! Ja, okay. Joker oder Skarabäus? Joker hast du schon 2. Joker habe ich schon 2. Weil ich mal glaube, das kann ich schon. Mhm. Na, ich mache jetzt mal den letzten zum vorletzten. Das ist aber tatsächlich nur ein 2er-Step. Und hole mir dafür aber gleich nochmal so eine coole Karte mit 1 bis 4 Schritten. Jetzt bräuchte man halt noch mal so eine 5. Ich gehe noch mal 5. 1, 2, 3, 4, 5. Gerade davon gesprochen. Und jetzt in die Grabkammer hinein ist einfach ein Schritt. Ja. Richtig? Mhm. Von da. Und du brauchst den aber genau. Verstehe. Ja. Entschuldigung, falls das jetzt Probleme bereiten sollte. Das ist kein Problem.
bin vorbereitet. Ach, das weiß ich aber auch nicht. Was mache ich denn jetzt? Mist, alle zwei. Schau, ja, egal, ich mach's halt mal. Alle zwei. Eins, zwei. Eins, zwei. Das ist schon wieder. Eins, zwei. Boah. Eins, zwei. Das bringt mir halt in der Hinsicht Spaß. Das ist ja krass. Aber ich kann trotzdem kein Blättchen aktivieren von all den. Mein Trost ist, ich habe den Grab des Tutanchamun entdeckt. Hier. Was müsst ihr da hinlegen? Ja, genau. Am Ende wäre quasi ein Siegpunkt wert, wenn du nicht benutzt. Du machst jetzt vier aber Siegpunkte plus. Aber brauchst du das dann auch noch? Ich brauche auch noch einen. Ja. Okay. Ich weiß nicht, hier haben sie vielleicht einfach vergessen, ihn aufzudrucken. Ich bin mir nicht ganz sicher. Wahrscheinlich. Oder man legt halt den zweiten auch da drauf. Keine Ahnung. Okay. So, ja, jetzt muss ich aber schnell noch einen Schatz einsammeln. Zack. Drei Punkte bitte nochmal. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Aber du bist in der Pyramide. Das ist noch 13 Punkte für das Feld. Aber dafür bin ich jetzt da hinten. Drei. Eins, zwei, drei. Hast du einen zweiten Schlüssel schon? Nee. Ich nicht. Ich bewege jetzt hier ein 1, 2. Dürfte sogar mit 1 weniger einsammeln. Naja, 4 Punkte nochmal. Und da kommt nochmal ein Löwe hin. Da gibt es auch nochmal Skarabäus einzusammeln. Achso. Drei. Nochmal ein Löwe. Oh, hier gibt es nochmal Joker. Kurz vor Schluss. Boah, ich habe jetzt hier noch. Ups. Also, ich brauche hier mal eine 1. Hol mir nochmal so ein Skarabäus. Das wird gleich vorbei sein. Ja, naja, ich nehme das hier. Würfel nochmal. 4, 1, 2, 3, 4. Oh, das ist aber 0. Na? Ja, aber Schlüssel kannst du dir halt holen. Aber es ist halt minus 4 Punkte, 5 Punkte, wenn es so bleibt. Aber den anderen kann ich ja nicht nehmen, weil da geht es. Ich muss es machen. Ja, das ist schon gefährlich. 1, 2, 3, 4 muss ich machen. Ja, nehme ich halt einen Schlüssel. Das ist ja scheiße. Na ja, gut. Okay. Ja, aber jetzt hast du mich ja unter Druck gesetzt. Ich wollte da natürlich noch Sachen einsammeln. So kann man es ja auch sehen. Ah, jetzt machst du einfach Schluss, oder wie? 2, 3, 4. Jetzt muss ich Schluss machen. Wieso? Ja, weil sonst gehst du ja im nächsten Zug rein und klaust das noch. Du hast mich jetzt unter Druck gesetzt. Oh, aber du hast mir jetzt hier ich werde noch voll gut mit dem Kartenspiegel. Ich bin sofort vorbei. Oh. Die Runde wird noch zu Ende gespielt. Du kommst noch mal dran. Stimmt, naja, dann ist alles gut. Dann ist alles gut, weil ich kann noch mal mit allen zwei laufen. Ja, auch eins, zwei, siehst du, weil dann hatte ich nämlich hier. Zwei? Aber hier bin ich dann auch auf 0. Aber warte, mit allen zwei, das heißt, die kommen auch noch zwei. Ja, genau. Aber hier bin ich leider auch auf 0, aber ich kriege immerhin noch einen. Trotzdem ist es besser natürlich, weil alle noch vor sind und ich halt den Schatz noch kriege. Ja, nee, klar. Die Runde wird noch sehr ähnlich, aber klar, der letzte, wenn es andersrum gewesen wäre, hättest du das so knallhart finishen können. Ja, so. Klar. Aber das ist schon ein bisschen, damit ist schon gesagt, also eigentlich gut, zwei Schlüssel zu haben, damit es nicht zu diesem Ding kommen kann. Okay. Also ja, ich mag es tatsächlich, aber jetzt lassen wir mal noch kurz hier abrechnen. Erstmal gibt es natürlich Punkte für die Abenteurer. Einmal 13 für Grün. Das sind 47. Und 13 für Blau. Sind 60. Mach ich mal raus. Dann 22 für Grün. Juhu, sind 69. 8 für Blau. Und da benehme ich mal hier. 7 für Blau. Für beide? Ja, mach du mal. Für beide 7. Ja, du hast auch einen 7er, genau. Und ich kriege hier nochmal 14. Sind 89. Du kriegst hier leider 0, weil der eben auf diesem ärgerlichen Feld steht. Ja, das waren aber nur das. Jetzt gibt es den Sarkophag. Da hast du 5 Punkte. Ich mach mal. 1, 2, 3, 4, 5. Und ich nur 3. 1, 2, 3. 2 Schlüssel. 2 Schlüssel hast du noch unbenutzte. 2 Punkte. Und 1 Skarabäus ist auch 2. Skarabäus habe ich 5. Also ich krieg noch 2 für den Skarabäus. Okay, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Aber Sets, wie viel hast du? 1, 2, 3, 4.
4, ja gut, ich habe auch 4, gut, dann wird sich dadurch nichts mehr ändern. 18 Punkte sind es für jeden nochmal. Also 2 zurück. 1 hat mir gefehlt für den letzten. 20 dazu, 2 zurück, 93, 103. Und jetzt noch für die Punkte. Ach nee, die haben wir schon bekommen. Die haben wir gerade im Spiel schon bekommen. Das war es tatsächlich schon. Ja. Aber es hätte mir auch nichts gebracht. Ich meine, wenn ich jetzt hier gewesen wäre, sind 6 Punkte, 9 hätte auch nicht gereicht. Aber es war auf jeden Fall knapper, als es zwischenzeitlich aussah. Das hat dir auf jeden Fall was gebracht. Auch für deinen letzten hast du halt leider sehr gut aufholen. Aber wenn man natürlich darauf pokert, dass der dritte Gang, wahrscheinlich gibt es genau 3 Gänge. Einen vorne, einen in der Mitte, einen hinten. Wenn du darauf pokerst und es klappt, ist es auch stark. Dann kannst du da wirklich... schnell gespielt und ich finde es auch wirklich thematisch sehr ansprechend. Also, weil es hat auch wirklich so, man hat wirklich das Gefühl, man geht hier rein in den Schlüsseln und so und das ist alles echt sehr nett. Mir macht es tatsächlich auch Spaß. Irgendwie Häuptling wilde Himbeere hat es auch sofort funktioniert. Es kam an und dann haben wir es gleich den ganzen Abend irgendwie durchgehend gespielt. Ich mag es tatsächlich auch. Man muss sich halt kurz daran gewöhnen, dass man da keine falsche Karte zieht. Aber es ist irgendwie, es gibt schon Dinge zu beachten, aber es ist trotzdem sehr zugänglich. Also, ich finde, es ist echt ein cooles Familienspiel, wer sich für das Thema interessiert. Und jetzt vielleicht ein bisschen auf den Geschmack gekommen ist, kann sich das ja mal näher anschauen oder macht da in meinen Augen tatsächlich auch nichts falsch. Es ist halt genau das, was ihr jetzt gesehen habt. Es gibt keine Module mehr. Es gibt halt natürlich, dass die Blättchen, also gerade diese Bewegungsblättchen, ist halt alles ein bisschen zufallsgezogen, in welcher Reihenfolge da was wie kommt, auch wo welche Schätze und so liegen. Aber das ist das Ganze. Es gibt jetzt quasi nicht noch irgendwelche Zusatzmodule. Status quo. Kann sich natürlich noch was ändern. Ihr habt quasi das ganze Spiel zu Gesicht bekommen und ja, also wir hatten Spaß. Mir gefällt es echt, dir hat es auch Spaß gemacht. Auf jeden Fall. Ein gutes Zeichen. Nee, das ist halt auch so, diese Archäologie-Themen, die finde ich auch immer schön. Müssen wir auch mal Top 10 Schatzjäger. Da gibt es auch wirklich. Temple Royale. Da gibt es einiges. Da kommen noch einige Listen zustande. Ja, danke, dass ihr zugeguckt habt. Und ich freue mich natürlich, dass ich mal wieder gewinnen durfte gegen den starken Hunter. Ja. Müssen wir öfter solche Sachen spielen. Ja, da hattest du natürlich einen gewissen Erfahrungsdruck, aber das lief auch besser für dich. Du hast halt hier, Es ist halt auch ein interessantes Dilemma halt, ne? Man muss halt auch genug einsammeln. Man kann nicht einfach nur auf Laufen gehen, ne? Das ist schon gut. Ja. Okay. Dann, das war Luxor. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.